Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid auf meinem Vortrag heute über die spirituelle Rückenschule, über die geistige Wirbelsäulengymnastik. Und ja, ich bin die Tanja, Tanja Eckersberg. Viele kennen mich schon. Wer mich noch nicht kennt, von Beruf war ich früher mal Arzthelferin, dann Krankengymnastin, dann Heilpraktikerin. Und seit vielen Jahren stehe ich hier als Geistheilerin. Denn ich musste erkennen, die Schulmedizin hat ihre Grenzen. Und diese Grenzen kann man mit der Kraft des Geistes mühelos überwinden und selbst schlimme Krankheiten, vor allem mein Spezialgebiet ist die Wirbelsäule, Wirbelsäulenkrankheiten, Bandscheibenvorfälle, Skoliosen mit der Kraft des Geistes heilen. Und heute geht's los. Dazu habe ich auch ein Buch geschrieben über die spirituelle Rückenschule. Wer von euch war denn schon mal zur klassischen Rückenschule? Bei der Krankenkasse oder beim Krankengymnasten, Physiotherapeut, ja. Und hat es geholfen? Teilweise, ja. Das ist auch so. Ich habe früher diese Kurse geleitet. Das hilft teilweise. Aber irgendwann kommt man auch da an seine Grenzen. Denn Bewegung, Beweglichkeit hat viel mit der Kraft des Geistes zu tun. So sah ich mal aus. Seit der Kindheit hatte ich eine Wirbelsäulenverkrümmung, eine Skoliose. Und der Orthopäde hat mit 7 Jahren zu mir gesagt, das kann man nicht heilen, mein Kind. Du wirst dein ganzes Leben mit Gipsbett, Korsett und allen möglichen schulmedizinischen Therapien verbringen, aber heilen kann man das nicht. Du musst nur fleißig Gymnastik machen, damit es nicht noch schlimmer und schlimmer wird. Und wenn du Glück hast, dann wirst du alt. Aber ich als Kind habe schon irgendwie gewusst, meine Intuition hat schon gesagt, das stimmt nicht. Man kann Wirbelsäulenverkrümmungen heilen, man kann Bandscheibenvorfälle heilen und ich werde eine Heilmethode finden. Es hat zwar viele Jahre gedauert, aber ich habe es geschafft und davon möchte ich euch heute erzählen. Ja, beide Bücher, Geistige Wirbelsäulen, Aufregung und Rückenschule, sind das Thema für die Wirbelsäule. Das eine Buch, die Rückenschule, darum geht es jetzt. Das ist alles, was man mit seiner eigenen Kraft, mit seiner eigenen geistigen Kraft erreichen kann. Aber ihr wisst, es gibt auch die höhere geistige Welt, es gibt das kollektive Bewusstsein, das hat mehr Energie. Und später in dem nächsten Vortrag geht es dann darum, was man alles mit dem höheren Geist vollbringen kann. So, alles ist mit der Wirbelsäule verbunden. Und dazu mache ich jetzt mal einen kinesiologischen Test mit einem Freiwilligen, der mal hier vorne hinkommt und mir mal seinen Arm zur Verfügung stellt. Komm, Sonja, wir haben uns schon kennengelernt am Stand. Dreh dich mal zu den Leuten um. So, Sonja, wir machen mal einen kinesiologischen Test. Bleib ruhig nach vorne zu den Leuten umgedreht und nimm mal beide Arme nach oben. Ja, ich drücke jetzt deinen rechten Arm nach unten. Du schaust bitte nach vorne. Der geht nicht. Dann nehmen wir mal den linken. Lass den rechten Arm hängen. Ja. Nimm den linken Arm nach oben. Und ich drücke den jetzt gleich nach unten und du hältst einfach dagegen. Ihr beobachtet die Sonja, wie stark sie ist. Drückt dagegen. Feste. Sonja, drück hoch. Geht's nicht mehr. Feste. Kraft. Ja. Sonja hat Kraft, aber auch ein paar Schwierigkeiten. Wir machen das jetzt mal mit einer Hilfe. Sonja, lass den Arm oben. Und jetzt sagst du bitte ganz laut, ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark. Ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark. Ja, und hast du gemerkt, es ging ein bisschen besser als eben, gell? Ja. Ja, jetzt machen wir es anders. Weil ich bin. Natürlich. Ich bin. Du bist stark. Stark ist eine Kraft, eine Energie. Jeder Gedanke ist Energie. Und jetzt probieren wir das Ganze mal bitte mit Ich bin schwach. Das will ich jetzt nicht sagen. Ah ja, für mich. Ja, nur für eine Sekunde, bitte, ganz kurz. Ich bin schwach. Ich bin schwach. Ja, halt mal den Arm oben, drück mal. Ich versuche. Ja, feste. Und ich bin schwach. Ich bin schwach. Also, es ging nicht, gell? Schnell wieder andersrum. Ich bin stark, ich bin stark. Ich bin stark. Und gleich ist die Kraft wieder da. War das eindrucksvoll? Ja? Danke, Sonja. Kannst du wieder Platz nehmen? Eure Gedanken haben direkt Einfluss auf euren Körper und auch auf eure Kraft.
denk dir, heute ist ein schöner Tag, ich bin stark, mir geht es gut, ich bin gesund, dann wird der Tag auch viel stärker, viel gesünder verlaufen, als wenn man schon morgens sagt, oh, wäre ich doch lieber im Bett geblieben. Anderes Beispiel. Habt ihr schon mal versucht, Kopf runterzunehmen, Schultern hängen zu lassen und in so einer Haltung euch zu freuen? Hihi. Kann man das überhaupt? Hihi. Geht nicht, gell? Irgendwie, wenn man hier so traurig da rumhängt, wird man aufgerichtet, wenn man sich freut. Umgekehrt, Kopf hoch, Schultern zurück. Kann ich in so einer Haltung traurig sein? Ja, vielleicht Freudentränen. Aber wenn man wirklich ernsthaft traurig ist, was passiert? Man hat den Kopf unten. Körper und Geist hängen miteinander zusammen. Man kann das nicht trennen. Deswegen habt ihr alle schon Gymnastik gemacht, habt euch mit schweren Rückenübungen gequält, wart im Fitnessstudio. Aber wenn der Geist nicht locker ist, wenn der Geist nicht stark ist, nicht flexibel ist, dann ist es auch nicht der Körper. Der Mensch hat eine Ausstrahlung, eine Energie, die Aura. Das wisst ihr schon, wer auf solche Messen kommt, der weiß schon, es gibt die Aura-Fotografie. Und man hat eine gewisse Energie und je nachdem, wie viel Kraft man hat, wird die Aura stärker, größer oder auch kann schwächer sein. Wie groß ist denn die Aura eines Menschen? Unterschiedlich? Ja, wie groß könnte denn die Aura sein? Unendlich? Ja, wieso? Ja, weil alles miteinander verbunden ist. Also du hast recht. Ja, die Aura hat verschiedene Schichten, wie eine Zwiebel, aber ist unendlich groß. Ein Beispiel dafür, ich kann jetzt an Afrika denken. Wenn ich an Afrika denke, schwupps, bin ich mit meinen Gedanken da, laufe da rum, gucke mir das an. Das heißt, mein Bewusstsein, meine Energie, meine Gedanken gehen bis nach Afrika. Das heißt, meine Aura wird in dem Moment, also ein Teil meiner Aura wird in dem Moment gedehnt bis nach Afrika. Ich kann an den Mond denken. Schwupps, bin ich da in meiner Vorstellung. Das ist meine Energie. Und man könnte sogar heute schon mit wissenschaftlichen Geräten meine Energie dort auf dem Mond messen. Wenn man eine Rakete da hoch bezahlen würde. Ja, es gibt viele Wissenschaftler, die schon Energiefelder messen können. Das ist übrigens eine Darstellung von Barbara Brenn, verschiedene Aura-Schichten. Aber ich zeige euch mal, was Wissenschaftler schon darstellen können an Aura-Feldern. Das ist in Italien gemacht worden. Das sind Energien, die bei der Heilung entstehen. Ihr seht links, da fließt die Energie durch meine Hand in den Körper von der Betroffenen. Das kann man alles schon messen. Ja, wie die Gedanken wirken und auch den Menschen verändern und heilen können. Hier auch bei der Behandlung, ja, wird der ganze Raum sofort in hohe Energie gefüllt. Man sieht hier sogar Energie ins Kronenchakra oder aus dem Kronenchakra hinausfließen. Wie viele Chakren hat denn der Mensch? 7 Hauptchakren. Und? Gibt es noch mehr? Ja, viele. Was ist denn ein Chakra? Ein Energiezentrum. Und wie entsteht ein Energiezentrum? Durch verschiedene Energien, die sich irgendwie kreuzen und bündeln. Ja, ich habe einen Meridian, der geht von da nach da. Und dann habe ich noch einen Meridian von da nach da. Und dazwischen entsteht ein Kontakt, ein Energiezentrum. Und wie viele Meridiane gibt es? 12. Ja, also, und wie viele Akupunkturpunkte gibt es auf den Meridianen? Unendliche, also Chakren gibt es unendlich viele, genauso wie die Aura unendlich groß ist, gibt es auch unzählige Energiezentren. Alles ist mit allem verbunden, das wollte ich euch hiermit sagen. Und jetzt geht es weiter, was ihr mit eurer eigenen Gedankenkraft vollbringen könnt. Wie funktioniert denn eigentlich ein Lügendetektor? Das reicht schon, Sonja.
Es geht um die Vibration, hast du gesagt. Jetzt brauche ich nochmal einen Freiwilligen, der nochmal hier vorne hinkommt mit noch einem Muskeltest. Wir machen das nochmal. Wer möchte? Dich haben wir schon gehabt. Was mit euch? Kommt mal einer. Komm. Ich danke. Wie heißt denn du? Moni. Moni, Moni, streck nochmal die Arme zur Seite aus, wie eben die Sonja. Schau die Leute an vorne. Moni, sag mal, ich bin Moni, ich bin Moni, ich bin Moni. Ich bin Moni, ich bin Moni, ich bin Moni. Ja, halt den Arm oben dabei und weiter. Ich bin Moni. Ich bin Moni, ich bin Moni, ich bin Moni, ich bin Moni. Stimmt das denn auch wirklich? Ja. Wieso kannst du den Arm nicht oben halten? Tut der weh? Ja. Wir nehmen den anderen. Komm her. Alle haben heute Armbeschwerden, dann komme ich gleich dazu, da werden wir was dagegen machen. Lass mal den Arm unten. Mhm. Der geht besser, ja? Weiß ich nicht. Dann drück mal. Ich bin Moni, drück hoch. Ich bin Moni, ich bin Moni. Ja, der ist besser. Ich bin Moni, ich bin Moni, ich bin Moni. Gut. So, jetzt sagst du mal, ich bin Sabine, ich bin Sabine, ich bin Sabine. Okay. Ich bin Sabine, ich bin Sabine, ich bin Sabine. So, stimmt überhaupt nicht, ja? Ich danke nochmal Applaus für unsere Moni. Positive Gedanken, gute Gedanken, wahrhaftige Gedanken haben mehr Energie als Lügen. Es gibt ein Sprichwort, Lügen haben kurze Beine und das stimmt. Lügen haben weniger Energie. Wenn ihr euch selbst morgens was vorlügt, dann werdet ihr den Tag schon geschwächt beginnen. Deswegen, positiv denken, gesund sein und in der Wahrhaftigkeit bleiben. Masaru Emoto kennt ihr, ja? Brauche ich nicht viel erzählen. Er hat ja eigentlich vor vielen Jahren den Menschen schon gesagt, was man jetzt bei Fukushima tun kann, um der Welt zu helfen. Er hat gezeigt, dass man Wasser, die Energie des Wassers, die Frequenz des Wassers, aber auch tatsächlich die Qualität des Wassers durch Gedankenkraft verändern kann. Wenn wir alle an Fukushima denken, positiv denken, dann werden wir mit unserer Kraft das Wasser dort verändern können und die Radioaktivität senken können. Es gibt Forschungen darüber und Masaru Emoto hat das schon bewiesen. Wer es noch nicht kennt, Wasser sieht ganz anders aus, wenn man was Positives, Nettes denkt, als wenn man schimpft und negativ drauf ist. Ja, noch ein Beispiel. Dieselbe Wasserprobe vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst ist deutlich unterschiedlich. Schöne Kristallformen entstehen nur, wenn gesunde Gedanken vorhanden sind. Ja, und was denkt man denn alles so über den Rücken am Tag über? Alles geht schief. Wer hat das von euch heute schon gedacht? Es ist schief gelaufen. Noch niemand? Ja, viele denken so, auch bei meiner Arbeit ist wieder schief gelaufen. Ich bin zu spät gekommen. Es ist schief gelaufen mit der Busverbindung, mit dem Zug. Wenn man denkt, es ist schief gelaufen, werden sich diese Gedanken mit der Zeit in die Tat umsetzen und irgendwann läuft man schief. Der Körper hört direkt auf euch. Ihr habt eben gesehen mit dem kinesiologischen Test, wie schnell sich die Kraft, die Haltung verändert. Wenn ihr denkt, ihr lauft schief, nach ein paar Tagen lauft ihr schief. Der Körper wird sich anpassen und irgendwann kommt es dann auch zu entsprechenden gesundheitlichen Einschränkungen. So, eine verflixte, verrenkte Situation, eingerostet sein, kein Rückgrat haben, ich bin unter Druck. Wer denkt das von euch? Familie, Kinder, Haus bauen, was ist das alles für ein Stress? Wenn man unter Druck ist, bekommt man irgendwann auch Druck und der Druck geht dann heraus durch einen Bandscheibenvorfall. Blockiert sein, einseitig sein, hartnäckig sein. Wer von euch ist hartnäckig? Ja, irgendwann sitzt es dann im Hals. Also ihr Lieben, solche Gedanken, solche Wörter dürft ihr nicht mehr zulassen. Ab heute bitte positiv, gesundes Denken. Und das sieht so aus. Man kann eine Sache, die schief gelaufen ist, wieder gerade richten, wieder hinbiegen. Man kann eine Sache wieder einrenken, die man verbockt hat, wie man so schön sagt. Wer von euch war denn schon mal zur Chirotherapie? Ja, ich war früher selbst Chirotherapeutin, habe jeden Tag die Leute eingerenkt, geknackt, aber musste erkennen, ich renke die Leute ein
Und dann kommen sie nach ein, zwei Stunden schon wieder. Tanja, mein Wirbel ist wieder raus. Komm nicht nochmal einrenken. Ja, nochmal eingerenkt. Und dann kamen sie nach einer Woche wieder. Ich bin schon wieder schief, es tut wieder weh, wieder eingerenkt. Das habt ihr alles erlebt. Einrenken, einrenken hält nicht. Kann nicht halten, weil die Energie, die im Rücken gespeichert ist, die Energie zu der Situation, die stattgefunden hat, nicht gelöst ist. Wenn man aber das, was schief gelaufen ist, wieder einrenkt im Geistigen, dann wird auch der Körper ganz von alleine klack klack machen und ist wieder gerade. Ab heute deswegen aufrichtig sein, Haltung bewahren, Kopf oben haben, flexibel sein, etwas gerade richten, in der Mitte sein und vor allem jemanden den Rücken frei halten. Ja, nicht in den Rücken fallen, sondern lieber den Rücken frei halten. Wir haben eine schöne Sprache in Deutsch. Was ist denn der Hexenschuss? Ja, aua, man hat es im Kreuz. Ja, das nennt man Hexenschuss im Volksmund. Und wirklich, wer hat denn da geschossen? Die böse Hexe. Für was steht das Wort Hexe? Für Negatives, für Ungesundes, für böse Mächte. Aber wer sind denn diese bösen Mächte, die einem ins Kreuz fahren? Meistens die eigenen. Ja, meistens sind es die eigenen bösen Mächte, ungesunden, negativen Gedanken, die noch nicht mal absichtlich sein müssen, mit denen man sein Kreuz geschwächt hat. Und auf einmal, ouch, von zu viel Sorgen und Stress hat man dann den Hexenschuss. Der Bandscheibenvorfall ist eigentlich ein Vorfall, der im Geiste stattgefunden hat. Deswegen nützen ja auch die ganzen Bandscheibenoperationen nichts. Ich habe früher in der Orthopädie gearbeitet, jeder Zweite hatte einen Bandscheibenvorfall, ist operiert worden, aber nach der Operation kam dann der nächste und übernächste Bandscheibenvorfall. Wird die Ursache nicht gelöst, durch die Auflösung der geistigen Probleme, Konflikte, kann man den Körper nicht wirklich heilen. Und im Gegenteil, wenn man den Geist heilt, dann ist der Körper schnell wieder gesund. So, das ist ein Thema, das gehört auch zur spirituellen Rückenschule, werde ich jetzt hier nicht weiter erläutern. Wenn man irgendwo eine Blockade im Körper hat, natürlich hat es Auswirkungen auf den Rest. Das sieht man hier. Interessanter ist hier die Zusammenhänge von Nervenversorgung und Wirbelsäulenabschnitt. Die Älteren von euch, was hat denn früher der Lehrer in der Schule gemacht, wenn man nicht so aufgepasst hat? Ein Schlag auf den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Kennt ihr diesen Spruch? Ja, und das ist wirklich so. Oben am ersten Halswirbel sitzt das Energiezentrum für das Gedächtnis. Warum haben denn die meisten Leute heute Alzheimer? Sitzen am Handy, sitzen am Fernseher, also die Alten sitzen noch nicht am Handy, aber an ihrer Fernbedienung, an ihren Büchern. Heute haben die meisten Leute den Kopf unten. Früher, die alte Generation, die haben noch gearbeitet draußen auf dem Feld, die sind noch spazieren gegangen, aber heute durch das Fernsehen, man hängt den ganzen Tag vor der Kiste, lümmelt sich in der Couch und der Kopf fällt nach unten. Deswegen haben auch immer mehr und mehr Menschen Alzheimer- und Demenzerkrankungen. Weil der erste Halswirbel wird abgequetscht. Wenn man den Kopf runternimmt, bekommt weniger Energie und dadurch verliert man die Kraft im Kopf. Ja, Energie kommt tagsüber von oben durchs Kronenchakra rein, fließt in die Füße und macht Energie von unten durch die Füße wieder nach oben. Tut man diesen Kraftstrom unterbrechen, indem man sich irgendwie rund macht und abknickt, verliert der Körper sofort die Kraft. Es gibt Studien in den Altenheimen, wenn die Leute Gymnastik machen im Altenheim, öfters mal rauskommen aus ihrem Rollstuhl, mal hingestellt werden, haben die sofort die Hälfte weniger Demenzerkrankungen als die, die nur da rumsitzen. Allein nur durch eine Veränderung der Haltung. Aber es sitzt noch was am ersten Halswirbel. Guckt mal ganz rechts, das ist das Steuerzentrum für die Lebensfreude, für die Lebenskraft. Was sagt man zu jemandem, der so rumläuft? Ach, bin ich traurig heute. Na, was sagt ihr zu mir? Kopf hoch, genau, Tanja, Kopf hoch. Und tatsächlich,
Wenn man traurig ist, keine Energie hat und dann auf einmal den Kopf hochnimmt, dann sieht die Welt auch wieder ganz anders aus. Man hat mehr Energie, sofort gibt es andere Lebenssituationen und man bekommt wieder Kraft im Leben voranzugehen. Ich habe früher in einer Klinik für Psychosomatik gearbeitet. Die Leute, die psychisch depressiv krank waren, was haben wir Physiotherapeuten gemacht? Wir haben die an die Wand gestellt. Kopf hoch, an die Wand, Gymnastik an der Wand und da mussten die dann stramm stehen, Viertelstunde, 20 Minuten und siehe da, die Depressionen waren weg. Die waren wieder gut drauf, die konnten wieder ihr Leben leben, weil sie sofort mehr Energie im Kopf hatten und die Depressionen verschwunden waren. Man braucht keine Medikamente, man braucht nur eine andere Haltung. Alles hängt an der Wirbelsäule, jede Organproblematik hat damit zu tun. Man kann nicht Leberschmerzen, Magenschmerzen haben, ohne in der Wirbelsäule eine Störung zu finden. Und man kann auch nicht umgekehrt in der Wirbelsäule eine Störung haben und ansonsten gesund sein. So, das habe ich schon gesagt. Auch andere Energiezentren sind an der Wirbelsäule. Die Kreativität, die Inspiration. Es kommen oft Schüler oder Kinder zu uns zur Behandlung und die sind schlecht in der Schule. Nachdem die Wirbelsäule geheilt worden ist, können die auch wieder bessere Noten schreiben. Ganz von alleine. So, jetzt machen wir noch eine andere Übung, damit ihr mal seht, was ihr alleine auch sofort mit der Kraft eures Geistes tun könnt. Und zwar, jetzt müsstet ihr gleich alle mal aufstehen. Einfach mal da stehen, wo ihr seid. Guckt nur, dass ihr so ein bisschen Platz habt, seitlich oder vor euch. So, jetzt machen wir einen Test. Geht mal mit den Fingerspitzen zum Boden und schaut mal, wie weit ihr runterkommt. Jeder für sich. Jeder testet, wie weit er mit den Fingern zum Boden kommt. Ja, und dann wieder hoch. Merkt euch das. Ja? Gut. Jetzt bleibt einfach gerade stehen, schließt die Augen und stellt euch diese Bewegung, die ihr gerade ausgeführt habt, im Geiste vor. Stellt euch vor, wie ihr langsam zu euren Füßen geht, mit den Fingerspitzen, aber mit dem Unterschied, dass das diesmal besonders leicht geht. Ihr habt keine Schmerzen, der Rücken, das läuft alles so richtig rund und ihr kommt sogar ein bisschen weiter runter in der Vorstellung, wie eben tatsächlich. Das Ganze jetzt so 5-mal bitte im Geiste vorstellen. Langsam mit den Fingerspitzen zum Boden gehen. Es geht harmonisch, angenehm, schmerzfrei. Mit den Füßen geht sogar ein bisschen weiter runter. Ihr könnt die Füße sogar mehr berühren als eben. Bitte nur im Geiste erstmal vorstellen. Einfach die optimale Bewegung. So, und wenn ihr das jetzt 5-mal so im Geiste gemacht habt, dann bitte geht jetzt noch einmal tatsächlich mit den Fingerspitzen runter zu euren Füßen und guckt mal, wie es jetzt geht. So, nochmal tatsächlich runtergehen mit den Fingern zum Boden. Und wie war das? Hä? Ging es besser? Ja, ging besser? Bisschen lauter? Ich höre nichts. Ging weiter? Viel leichter? Ja. Wie war es bei euch? Gleich. Bei dir? War auch besser? Schön. Bei euch da hinten? Auch besser. Ja, also ihr habt euch jetzt nur 5-mal im Geiste vorgestellt. Ihr könnt jetzt nicht gleich Berge versetzen, weil eure Geisteskraft muss erst trainiert werden. Aber ihr werdet merken, es geht besser und je mehr ihr euch das vorstellt, je mehr ihr im Geiste übt, je mehr werdet ihr auch tatsächlich mit eurem Körper Verbesserung finden. Ihr könnt diese Übung, die geistige Vorstellung, mit jeder Bewegungseinschränkung machen. Hier in meinem Mittels, ihr habt eben Schulterschmerzen gehabt.
Stellt euch heute Abend mal im Bett vor, wie ihr die Schulter richtig bewegt, den Arm richtig hochkriegt, ohne Schmerzen. Und ihr werdet merken, morgen früh geht es gleich besser. Nur ein paar Mal im Geiste vorstellen und der Körper verändert sich sofort. Macht es einfach. Das müsste eigentlich in jeden Sportunterricht, in jeden Schulunterricht müsste das kommen. So, wir schauen. Das nächste Thema, ja, ist wieder unsere Aura. Ihr könnt mir sofort sagen, welche Aura gesund ist. Die linke, ihr habt recht. Warum? Irgendwie ist die rund, gell? Irgendwie sieht die so schön, harmonisch aus. Und tatsächlich, der Volksmund sagt ja auch, wenn alles rund ist, dann ist alles in Harmonie, dann ist alles gesund. Und so ist das mit unserem Energiefeld. Wenn unsere Aura gleichmäßig stark ist, dann ist sie gleichmäßig rund und wir sind auch gesund. Beschwerden, Schmerzen kommen immer dann, wenn das Energiefeld ins Ungleichgewicht kommt. Da rechts die Person, die hat übrigens Schulterschmerzen. Ja, rechts ist die Aura ausgedehnt, ist mehr Energie. Ich will sagen, nicht mehr Energie im positiven Sinne, sondern wenn das im Ungleichgewicht ist, ist das immer mehr Energie, sag ich mal, in Form von Ärger, Problemen, Sorgen, Wut, weil der Mensch da rechts, der denkt nur, da rechts ist mein Problem. Da der böse Nachbar, damals die Operation, da, da, da. Ihr werdet feststellen, ihr habt in eurer Aura gewisse Plätze für bestimmte Personen. Ja, wenn ich jetzt sage, wo ist euer Auto? Natürlich zeigt ihr sofort in die Richtung. Aber wenn ich euch frage, wo ist euer letztes Auto, was schon lange verkauft ist, wo ist das? Irgendwo ist das im Geiste. Irgendwo zeigt ihr hin. Auch eure Familie. Da ist meine Familie, da ist der. Ja, vor allem die Erinnerungen haben alle ihre energetische Verbindung mit euch. Und damals der Unfall. Der Unfall hat mich geschadet. Wenn ich ständig daran denke, dann dehnt sich meine Aura im Ungesunden einseitig aus. Und durch die viele Aufmerksamkeit kriege ich eine Entzündung. Das heißt, wenn ich dahin denke, habe ich irgendwann da rechts eine Schulterentzündung, kriege den Arm nicht hoch, weil ich Schmerzen habe. Umgekehrt, die andere Seite wird dann irgendwie eingedellt. Das mag ich nicht. Den kann ich nicht sehen. Das will ich überhaupt nicht. Ja, in dem Moment mache ich die Aura klein, ziehe die an und mein Energiefeld hat weniger Kraft. Folge ist, ich habe auch Schulterschmerzen. Aber links sind das dann Arthrose-Schmerzen. Arthrose ist immer weniger Energie. Rechts ist Entzündung. Aber beide Arme gehen nicht hoch, weil ich habe ein energetisches Ungleichgewicht. So, was mache ich jetzt damit? Natürlich, ich muss versuchen, diese Situation, diesen bösen Unfall und den ich nicht leiden kann, muss ich irgendwie versuchen, doch leiden zu können und zu vergeben. Ja, das Erste ist, man versucht, diese Lebenssituationen, mit denen man Groll hat, aufzulösen. Aber was macht man, wenn man das nicht mehr weiß? Wenn man ja mit allen Leuten lieb ist, was kann man dann machen? Man stellt sich seine gesunde Aura vor. Wir machen das jetzt mal vereinfacht. Setzt euch mal alle gerade hin. Nehmt mal die Hände auf die Oberschenkel. Und denkt jetzt bitte mal an beide eure Schultern gleichzeitig. An beide Schultern gleichzeitig denken. Rechts und links. Und ihr erzählt mir bitte, wie das geht. Klappt das, an beide Schultern gleichzeitig denken? Ja? Geht das gleich gut, wenn man an die beiden Schultern denkt, oder habt ihr eine Schokoladenseite? Eine geht besser. Ja? Ja, bei euch auch? Ja, wer Rechtshänder ist, kann meistens an die rechte Seite besser denken. Ja, Rechtshänder haben rechts ein besseres Auge, haben rechts einen stärkeren Arm und können in der Regel auch rechts sich alles besser vorstellen. Das heißt, die Aura bei Rechtshändern ist meistens auch rechts etwas dicker, etwas ausgeprägter. Bei Linkshändern ist es umgekehrt, nicht ganz umgekehrt, weil Linkshänder werden oft umerzogen. Linkshänder haben eigentlich von Grund auf eine stabilere Aura als Rechtshänder. So, aber
Es muss nicht mit Rechts- und Linkshändern zu tun haben, sondern da, wo ihr eine Schwäche habt im Energiefeld, könnt ihr euch automatisch diese Sache auch nicht richtig vorstellen. Eben haben jetzt einige gesagt, nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Also wenn ihr euer Bewusstsein, eure Aufmerksamkeit nicht zu euren Schultern bekommt, heißt das, dass da weniger Energie ist, dass ihr eine Schwäche habt. Wenn ihr euch etwas nicht vorstellen könnt, müsst ihr dran arbeiten und euch diese Sache erst recht deutlich ins Bewusstsein rufen. Diese Übungen findet ihr bei mir in dem Buch Spirituelle Rückenschule. Dort zeige ich euch geistige Gymnastik, geistiges Hüpftraining, wie ihr euer Energiefeld ganz schnell in Harmonie bringt, egal welche Ursache dahinter steckt, und damit auch sofort diese Schmerzen beseitigen könnt. Das ist ein Spruch von der Anne Hübner. In der Bewegung erkenne dein Voranschreiten, bewege dich daher viel und das Ziel kommt auf dich zu. Ja, wir leben hier in der Materie, wir haben unseren Körper. Bewegung ist immer besser als Nichtbewegung. Bewegung schafft Lebensenergie. Bewegung verbraucht eigentlich keine Energie, sie generiert Energie. Das heißt, egal welches Problem ihr habt, macht euch auf den Weg. Warum seid ihr heute hierher gekommen? Aus Neugier. Ja, viele haben auch Gesundheitsbeschwerden gehabt, wollten sich Hilfe holen. Man weiß noch nicht genau, wie die Hilfe aussieht, aber man geht mal los. Und bei jeglicher Art von Gesundheitsbeschwerden tut was. Im Grunde muss noch nicht genau sein, was ihr tut, aber fangt an und irgendwann kommt dann schon die entsprechende Hilfe auf euch zu. Das sind eure Energiezentren. Wir haben eben schon geklärt im Vortrag, die Aura ist unendlich groß und wir haben auch unendlich viele Energiezentren. Aber wir haben 7 Hauptchakren, das habt ihr schon richtig erkannt. Das ist 1. bis 7. Chakra dargestellt. Übrigens, die Chakren, wer es noch nicht wusste, haben ihren Sitz in der Wirbelsäule. Jedes Chakra mündet tief in unserem Hauptenergiekanal der Wirbelsäule. Haben wir Probleme mit unseren Chakren, haben wir auch mit Wirbelsäulen Probleme und umgekehrt. So, was kann man jetzt machen, um unsere Energiezentren, die Beschwerden haben, Probleme haben, zu heilen? Man muss sich mit dem Aspekt der Chakren beschäftigen. Was ist das überhaupt? Welche Energiequalität hängt damit zusammen? Aber es gibt noch eine ganz einfache Methode, nämlich jedes Chakra hat eine bestimmte Frequenz. Das ist die einfachste Übung, die man für seinen Rücken machen kann. Deswegen möchte ich die euch zeigen. Man stellt sich die Farben der Frequenzen vor. Macht mal kurz die Augen zu und stellt euch die Farbe Rot vor. Geht das? Ja, wer sich jetzt nicht die Farbe Rot vorstellen kann, der hat da im 1. Chakra schon ein Energieungleichgewicht, eine Schwäche. Energie von unten, die wird gebraucht, um Ideen in die Tat umzusetzen. Das ist Schaffenskraft, Schöpferkraft. Wer da Schwierigkeiten hat, auch diese rote Farbe zu sehen, der kann nicht so gut seine Ideen in die Tat umsetzen. Wir gehen mal weiter. Jetzt bitte orange vorstellen. Immer eine schöne Farbe vorstellen. Eine fröhliche, freudige Farbe. Wie geht das? Ja, orange ist die Frequenz, die uns im Leben auch in die richtige Richtung führt. Wenn man nicht genau weiß, wo geht's lang, rechts oder links, oben oder unten, hoch oder niedrig, ja oder nein, hat man da in diesem Chakra Problemchen. Das heißt, wenn ihr mal nicht wisst, wo es lang geht im Leben, habt ihr euch mit Orange zu beschäftigen. Ja, wer die Farbe jetzt nicht vor seinem inneren Auge sehen kann, guckt mal kurz an die Leinwand, da haben wir die ganzen Farben. Guckt sie nochmal an, visualisiert das, Augen wieder zu, vorstellen, Auge auf, gucken, zumachen, vorstellen. So, wir kürzen mal ab, weil das ist eure Hausaufgabe. Wir gehen mal nach oben. Ins 6. Chakra, ins 3. Auge, ins Violett. Augen zumachen, Violett vorstellen. Geht das? Gut. Viele denken, oh, ich muss jetzt unbedingt mein 3. Auge aktivieren.
Ich will jetzt hellsichtig werden. Ich tue jetzt mal ganz viel violett denken und stimulieren und Hände auflegen und beschäftige mich damit. Aber so einfach geht das nicht. Die Informationen, die man da reinkriegt, die muss man auch im Gedächtnis haben. Die muss man auch verstehen. Die muss man auch kapieren und umsetzen. Deswegen nützt es nichts, nur am dritten Auge zu arbeiten, wenn die anderen Chakren nicht gleichzeitig mit energetisch angehoben werden. Das heißt, wenn ihr zu Hause das übt, immer von oben nach unten. Ja? Rot, orange, gelb, grün, blau, violett vorstellen. Und dann werdet ihr merken, automatisch habt ihr auch mehr Energie in eurem Rücken. So, jetzt haben wir Übungen gemacht, die wir mit unserem eigenen Geist vollbringen können. Aber wir haben auch noch Anschlüsse nach oben zur höheren geistigen Welt. Wenn ich was für mich tue, ja, die Tanja, die will sich jetzt ein neues Auto kaufen und das wird ein Ferrari. Und ja, dann würdet ihr alle denken, naja, da können wir nicht mitfahren. Soll die Tanja mal ihren Ferrari kaufen? Wir haben da kein Interesse, das nützt uns ja nichts. Ja? Das heißt, meine eigenen Kräfte, die sind zwar da, aber ihr würdet mir nicht helfen, nicht unbedingt. Ja, euer Bewusstsein. Wenn ich aber sage, ja, ich kaufe jetzt einen Bus, wo wir alle reinpassen und wir machen zusammen einen schönen Ausflug, dann würdet ihr sammeln. Dann würdet ihr sagen, oh ja, Tanja, wir helfen dir. Wir wollen alle mit, wir machen einen Busausflug. Das ist das kollektive Bewusstsein. Tue ich nur was für mich, bin ich im Ego, dann kriege ich nicht so viel Unterstützung von dem Kollektiv, vom großen Bewusstsein, wie als wenn ich was für die Allgemeinheit tue. Ihr seid alle heute hier, um gesund zu werden. Ich sage euch, dieser Wunsch reicht nicht aus. Ihr wollt gesund werden, schön. Aber wenn ihr gesund werden wollt, um noch nebenbei den anderen zu helfen, um alle anderen noch gesund zu machen, sage ich euch, werdet ihr schneller gesund. Ja, egoistische Wünsche, also kleinere Wünsche, haben nicht so viel Kraft. Denkt ihr erstmal an die anderen. Wie helfe ich meinem Nachbar? Wie helfe ich meinen Bekannten? Dann werdet ihr merken, der wird gesund und ihr gleich mit. Das heißt, eure Wünsche in Bezug zur Gesundheit müsst ihr jetzt ein bisschen ausdehnen. Auch in Bezug zu eurem Rücken. Je mehr ihr was für die Allgemeinheit tut, je größer ist die Kraft, die euch und die Allgemeinheit nachher unterstützt. Alle Vorstellungen, die ihr habt, jetzt in Bezug zu Rücken und Gesundheit, reichen nicht aus. Vergrößert das. Denkt mal, was kann ich für die anderen tun? Und in dem Moment bekommt ihr selbst geholfen. Die Frage war, in welchem meiner Bücher ist das mit der Wirbelsäule dargestellt? In beiden Büchern habt ihr eine wunderhübsche Übersicht über die Wirbelsäule und die Zuordnungszentren. In dem Rückenschulebuch etwas mehr als in dem Buch Geistige Aufrichtung. Das Buch Spirituelle Rückenschule ist für alles, was ihr jetzt selber tun könnt, gedacht. Alles, was ihr lernen müsst, um Schmerzen wegzudenken, um eure Beweglichkeit zu verbessern. Über 100 Übungen findet ihr in diesem Buch. Und zwar nicht einfach Übungen, wie man sich Gymnastikübungen vorstellt, sondern direkt Sachen, die macht ihr einmal und es hilft sofort. Eure Gedankenkraft wird durch dieses Buch so stark, dass ihr, wenn ihr Schmerzen habt, die sofort wegdenken könnt. Schmerzen zum Beispiel sind nicht einfach Schmerzen. Wer hat schon mal Schmerzen gehabt? Alle. Wer hat schon mal Rückenschmerzen gehabt? Ja. Und wo kamen denn die Rückenschmerzen her? Vom Bandscheibenvorfall? Von der Spinalkanalstenose? Du hast ja recht, von den destruktiven Gedankengängen. Es ist wirklich so, ich habe früher in der Orthopädie gearbeitet. Die Patienten hatten die schlimmsten Röntgenbilder, kaputt bis dort hinaus, sogar Löcher in der Wirbelsäule. Die Menschen haben keine Schmerzen gehabt. Dann kamen die Leute, die hatten das süßeste Röntgenbild. Optimal, tolle Bandscheiben, tolles Knochengerüst. Die haben gejammert vor Schmerzen. Die Ärzte haben denen nicht geglaubt. Die haben gesagt, ihr Röntgenbild sieht gut aus, wie können sie Rückenschmerzen haben? Schmerzen kommen nicht von eurer kaputten Bandscheibe, vielleicht mal. Ja, aber meistens kommen Schmerzen aus ganz anderen Gründen. Und nur weil eine Spinalkanalstenose, jetzt ist neumodische Diagnose, ja, mit angstmachenden
sag ich mal, Gedankengängen, davon wird man nicht krank, davon hat man auch keine Rückenschmerzen. Solche Verengungen im Rücken sind ganz normal. Im Alter hat das jeder, aber deswegen hat man noch lange nicht Schmerzen. Schmerzen sind Energien, du sagst es richtig, die irgendwie aufs Energiefeld, aufs Bewusstsein, auf die Nerven drücken und Probleme machen. Wer mal genau versucht hat, die Stelle zu finden, wo man Schmerzen hat, wird sie nicht finden. Weil der Schmerz sitzt nicht da im Körper. Ja, wenn man genau forscht, wo kommt mein Kreuzschmerz her? Keiner kann mir beschreiben, wo genau der Schmerz sitzt. Geht man mit seinem Bewusstsein in die Schmerzstelle, findet man nichts mehr. Der Schmerz sitzt irgendwie drumherum, diffus. Der Schmerz ist eine Energie. Der Schmerz ist weniger Energie. Der Schmerz ist so eine Art, sag ich mal, Wolke, die sich gebildet hat mit Unterenergie, die tut weh. Geht man mit seinem Bewusstsein in diese Schmerzstelle hinein, ja, wie eine Nadel, die man da reinsticht, wird diese Blase aufgelöst und der Schmerz verschwindet sofort. Das könnt ihr alles erreichen. Egal wie schief euer Rücken ist, wie schlimm das aussieht, ihr müsst keine Schmerzen haben. Natürlich wird dann, wenn der Schmerz weg ist, auch der Rücken mit der Zeit gerader werden und sich wieder gesund aufbauen. So, alles das, was man selbst tun kann, ist in diesem Buch Spurtel Rückenschule. Und wenn man Hilfe braucht von oben, das ist in meinem Buch Geistige Wirbelsäulenaufrichtung. Und diese Heilmethode wird jetzt gleich die Anne Hübner mit euch erzählen. So, ihr Lieben. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr Interesse habt für dieses wichtige Thema der geistigen Kräfte und wie man mit der geistigen Kraft seine Wirbelsäule heilen kann, sich von Schmerzen befreien kann. Und ich hoffe, dass ihr dieses neue Wissen jetzt in die Praxis direkt umsetzt, positiv denkt und sofort gleich Übungen macht, wenn ihr Probleme habt und nicht direkt Kopfschmerztabletten oder irgendwas Schmerzmittel reinwerft, sondern erstmal hinsetzt, was kann ich selbst tun, was kann ich mit meinen Gedanken machen. Und wer Hilfe braucht, kommt zu mir und da sehen wir uns weiter. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.